Verehrte liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn. Hosanna, dem Sohne Davids. Der Herr zieht als Messias in seine heilige Stadt Jerusalem ein. Es scheint sich alles zum Guten zu wenden. Jerusalem scheint begriffen zu haben, wer er ist. Palmzweige werden ihm zu Füßen gelegt und er wird besungen. Gut, es gibt einige wenige, die wohl unverbesserlich sind. Die Pharisäer fordern ihn auf, bring deine Jünger zum Schweigen. Doch die Jünger schweigen nicht. Doch das Blatt wendet sich. Wenige Tage später kreuzige ihn und nochmals kreuzige ihn. Vielleicht sind es sogar dieselben, die vorher Hosanna gerufen haben. Und so geschieht das Absurde. Der Richter der Menschheit, er steht vor dem Gericht der Menschen. Der Retter der Welt, er wird zum Tode verurteilt. Doch es ist kein Scheitern, sondern dadurch. Und gerade dadurch will er Sünde in Liebe und Tod in Leben verwandeln. Aber er tut es, nicht wir. Und doch gibt es bei seinem Weg zum Kreuz auch Personen, die sozusagen die Ehre der Menschheit retten. Da ist Maria. Die Überlieferung weiß es, dass sie am Kreuzweg stand, dass sie dabei war. Johannes berichtet uns, dass sie unter dem Kreuz stand und dass sie Johannes, den Jünger, dabei hatte. Warum eigentlich? Die Jünger sind doch alle weggelaufen. Warum ausgerechnet Johannes? Ein Ordensmann erzählte mir, dass er es genau wisse. Es stünde nirgendwo geschrieben, aber er wisse es ganz genau, weshalb. In der Nacht, da er verraten wurde, ist eben Johannes zu Maria gelaufen und hat ihr berichtet, was los ist. Und Maria hat sich sozusagen den Johannes unter den Arm genommen und ist mit ihm dorthin gegangen. Maria hat dafür gesorgt, dass auch einer der Apostel dabei war. Maria steht für das Dabeisein. Sie ist dabei bei ihrem Sohn, aber auch bei uns, bei ihren Kindern. Und sie ist dabei, wenn wir uns vielleicht ganz allein fühlen. Sie ist bei denen, die keinen Ausweg mehr wissen, die besonders leiden. Maria ist dabei. Dann gibt es da Simon von Cyrene. Er will nach Hause, er kommt vom Feld. Mit dem, was da geschieht, hat er nichts zu tun. Er will Feierabend haben und zu seiner Familie gehen. Widerwillig hilft er. Doch er hilft. Und es geht aus dem Evangelium hervor, dass seine Familie später zur ersten christlichen Gemeinde gehörte. Trotz allem, Simon von Cyrene hat zugepackt. Und durch dieses Zupacken, durch dieses Helfen Jesu bei seinem Kreuzweg, wurde er selbst offensichtlich vom Kreuz so berührt, dass er seinen Weg zu Christus gefunden hat. Zupacken, einfach mal tun. Nächstenliebe, Gottesliebe in kleinen Werken. Menschen, die das tun, sie öffnen ihr Herz und dann kann Christus Einzug halten. Neben Maria und Simon kennt dann die Überlieferung noch Veronika. Jene Frau, die, so schildern uns die Kreuzwege, dem Herrn das Schweißtuch reichte, um ihm eine kleine Linderung zu schenken. Sie kann nicht viel tun. Sie hat auch keine Kräfte, das Kreuz zu tragen. Aber ein kleiner Liebesdienst ist es dennoch. Liebende Aufmerksamkeit. Sie steht dafür, dass Liebe kein großes Konzept braucht. Dass Liebe nicht irgendwelche besonderen Maßnahmen braucht. Sie steht dafür, dass Liebe bedeutet, aufmerksam sein für die kleinen Dinge. Ein offenes Ohr, ein wenig Zeit, eine helfende Tat, einfach ein Mitfühlen und Mitleiden. Maria, Simon, Veronika. Wo ist unser Platz? Wo ist Ihr Platz? Und wo ist mein Platz beim Kreuzweg? Gehören wir zu denen, die unbeteiligt zuschauen, vielleicht ein wenig interessiert, neugierig,
Schaulustige oder sind wir Beteiligte? Die drei waren Beteiligte, weil sie eine besondere Beziehung, eine besondere Verbundenheit mit dem gewonnen haben, der das Kreuz trägt. Der Herr sucht unsere Verbundenheit. Seien wir nicht Beteiligte, seien wir nicht Zuschauer, sondern Beteiligte. Dann werden wir die kommenden Tage wirklich fruchtbar und gnadenerfüllt verbringen können. Amen.